I didn't even get a cake. Ja, bitteschön, mein Freund. A cake for me? Ja, natürlich für dich. Ja, bitteschön, bitteschön. Ja, ich kümmere mich um dich. Ja, klar. Also. Wenn ich Q-Magnet sehe, dann soll ich ihm das hier geben. Okay, das ist my birthday. Niemand hat mein Geburtstag, hat sich an meinen Geburtstag erinnert. Aber dieser Fremde war der Einzige, der sich daran erinnert hat und mir einen Kuchen gegeben hat. Was für ein Freund bist du eigentlich? Okay. Oh lol, ich sehe jetzt, dass hier unten gibt es eine Minecart-Dings. Mit, oh nein. Mit Cave Spiders. Okay, ich erkunde das mal hier unten. Vielleicht gibt es hier noch was. Ich will nicht vergiftet werden. Boah, ich bin nicht vergiftet worden. Aber ich sammle hier gerade fleißig Cobwebs-Krise. Das heißt, wir können ein zweites Bett machen. Sehr gut. Hier im Mesebiom geht es übrigens noch weiter runter in Strip-Mining-Gang. Ah ja, geil. Und hier ist Gold. Ui. Dias! Der Typ hat hier die Dias mit dem Strip-Mining-Gang freigelegt, aber sie nicht abgebaut. Was ist denn das für ein Typ? Also UHC wäre für den nix. Ich wäre 20 Eisen gewesen. Leck meinen Sack. Und hier sind 10.000 Stacks Kohle. Crazy, warum sind wir eigentlich so schlecht? Hier ist Eisen. Ah. Ja, wir tun uns halt normal die Sachen halt irgendwie erarbeiten, ja. Versuch dich irgendwie gut rauszureden. Hier sind 2 Stacks Fackeln. Ah! So, pass auf, ich lege hier einfach mal das Zeug rein. Generell lege ich immer alles rein, außer den Kobbel. So, Chris, ich gebe dir ein paar Fackeln ab und du leuchtest hinter mir dann gleich aus, damit nichts spawnt. Warte, du kriegst ein Bett, oder? Hast du dir schon ein Bett gecraftet? Ach so, ja, stimmt, ein Bett. Ich habe ein weißes Bett. Ha! Wow. Wow. So, jawohl, richtig cool. Da ist gerade ein Zombie verreckt. Okay. Wow, das sind Strays. Und ein Creeper. Wow, und Polarbären. Nicht angreifen. Du bist schon inkompetent. Danke, dass du mich geschlagen hast. Ich mag die Dinger von ihnen, haben die Enderperlen. Die Enderperlen, ja. So. Jetzt kommen wir nämlich da easy aufs Dschungel rüber. Warte, lass mich raten, Kersi. Guck mal. Ich baue hier einfach mal den Teppich ab. Und hoffe, dass sie irgendwo... Ja, Digga. Ach, wunderbar. Okay. Was gibt's hier unten Schönes? Wow. Hi, Mosch. Oh, nein, chill. Wir müssen den zurücktransformieren. Chill, Chrissy. Wir müssen den rücktransformieren. Dazu brauchen wir einen Goldapfel und eine Potion. Die Weakness... Hä? Warte. Ich google das nochmal kurz, nicht, dass wir jetzt das falsch machen. I used to have a pet cactus. Was? Egal, queuen wir den mal, Chrissy. Ja, ja. Ja, dann ich schmeiß mal kurz die Potion of Weakness schnell. Und jetzt den Goldapfel. Gib ihm den Goldapfel. Dem? Ja. Jetzt sollte er eigentlich früher oder später rücktransformieren. Aber das ist ja nicht mal die Aufgabe. Er denkt gerade drüber nach. Er hat mal einen Pet Cactus gehabt. Hä? Sollen wir ihm jetzt einen Kaktus bringen oder? Oder was will er? Ja, möglicherweise, oder, ja. Oder hat sein Pet Cactus geheißen? Oh mein Gott, Chrissy. Was denn? Du hast ihn ernsthaft einfach nur da reingeworfen, den goldenen Apfel. Ja. Du hättest ihn rechts klicken sollen damit. Ach so! Oh mein Gott. Sagst du mir jetzt? Oh mein Gott, warte. Ich hole mir eine Splash Potion of Weakness. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh Chrissy, Alter. So, zack, zack. Ja, jetzt hat's hingehauen.
Jetzt shaket er hier rum. Oh mein Gott. Und ich wundere mich schon, warum klappt das nicht? So, hier ist ein Pet Cactus. You're giving me a new friend. Das war wirklich ein Kaktus? What the hell? Danke, ich werde es Q-Magnet erzählen. Nimm das und show it to Q. Chrissy, ich habe dir jetzt einfach einen Kaktus gegeben und das war's. Ja, also er ist froh, dass wir ihm jetzt einen neuen Kaktus gegeben haben. Yay. Jetzt müssen wir nur kurz warten. Wobei, nee, das ist wahrscheinlich nicht mehr unsere Aufgabe. Chrissy, auf zum Dschungel. Auf mit der Enderperle. Wieso mit der Enderperle? Ich gehe jetzt mit der Perle hin. Ich nicht. Ich schon. Ja, ich nicht. Geht sich das aus? Ich weiß nicht, du weißt, wenn du runterfällst, dann stirbst du und verlierst alles. Gott, oh Gott, oh Gott. Hoppala. Hab ne Melone. Und jetzt brauchen wir noch... Ich hab ihn hier oben gefunden, den Typen. Okay, was will der? I can't see you very well. Hello everyone. Okay. Was, er kann nicht gut sehen. Ja, sag mal, was er sagt. Eis? Er braucht Eis. Naja, pass auf. Er sagt, hör mal. Ich will dich ja nicht stressen oder so, aber hast du irgendwas Kaltes? Ich habe hier schon oben relativ lange gelebt und hier ist es immer warm. Und ich habe gehört, dass weißer irgendwas, Schnee, okay, würde lustig sein, um damit zu spielen. Also das, es ist von, wir brauchen Schnee. Ja, kann ich ihm geben, ich bin hier direkt nebenan. Beziehungsweise Schneebälle vielleicht, gell? Ja, eben. Schneebälle oder sonst craften wir es zu Schneeblöcken. Ja. Ja, das dürfte easy sein. What is snow anyway? Naja, da ist Snow. Also das ist, wie sich Schnee anfühlt. Ja, ja. Er gibt's mal in Sicherheit, damit das behalten kann. Alles klar. Wir haben uns sein Vertrauen verdient. Wir sollen das Q-Magnet geben. Okay, dann haben wir jetzt alle fünf. Ah, nee, noch nicht ganz. Wir müssen dem einen noch Melone geben. So, er bekommt eine Melone. Er braucht eine ganze. Du bist so ein Arschloch, Alter. So, dürfte genug sein für eine Melone. Jawohl. Und dann haben wir alle Quests erfüllt. Müssen nur noch schauen, wie wir dann in den Nether kommen. Ja, genau. Das Problem ist halt, deppert, dass ausgegangen ist. Ja. Okay. Ja. Okay, ein weiteres Buch, was wir Q-Magnet geben müssen. Wunderbar. Melon Wars, Pretty Sharp, Cool. Und noch eins. Noch zwei. Genau, die sind in der Kiste. Die in der Mitte ist. Naja, die Sache ist halt, ich habe keine Lava oder sowas entdeckt, gell? Ja, ist das bedacht worden? Man muss dass ja. Dass jemand depperter wie Raffi das kaputt macht? Ja. Ja, hammermäßig. Ja. Ich glaub, du kriegst einen Schlag, Alter. Danke. Kannst du die Bücher aus der Dings holen, bitte? Ja, klar. Wo sind denn die zwei Bücher? Gib mal. Es waren sogar vier. Ja, weiß ich schon, aber... Wir brauchen... Wow. Wow. Okay. Ah, ja. Okay. Ach, lol, es waren wirklich sechs? Ach so, nee. Es waren fünf. Okay. Jo, dann rein in den Nether, Chrissy. Jo. Voll geil. Geil, Mann. Sowas braucht man in Survival Minecraft. Oh ja. So. Geh dann mal runter, oder? Voll ja, da. Ich glaube, das ist einfach ein Loch, wo man runter kann, falls man es überlebt. Was sagt's Schild? Ja. Die here if you can't get back up. Okay, gehen wir mal zu Q-Magnet. Forget something. Warte. Nein, ich hab alles. Hier ist er. Warte, cool. Da, bitteschön, da hast du ein Buch. What a guy. Er ist der Brad Pitt vom Mapmaking, ja, Alter. Dann hier von Jasper the Ant.
Ja, 20 Mal hat er es ihm gesagt, dass wir keinen Beach haben. Okay. Das Buch von Mosh. Dead Plant, ach, der Typ mit dem Kaktus da. Okay. Der nächste. Oh shit. Ja, er hat den Geburtstag vergessen. Und. Ja, alles klar. Haben wir alles, mein Freund. Alle 5 Bücher. Willst du uns was sagen? Vielleicht so. Hey, Sack. Haben wir wirklich alle Bücher? Ja. Did you need some... Hä? Nein. Alright, the brown wool. Ah, Arsch. Boah, Bruder. Bruder, yeah. Troller, Mann. Wirklich. Ja, Alter. Here you go. Haben wir es geschafft? Oh, wir haben es geschafft. Das waren gerade Schalker-Boxen, hast du das gesehen? Echt? Die Dinger sind eigentlich Schalker-Boxen, okay. Survival Branch geschafft, yes. Sehr schön. Alles klar. Chrissy stellt sich wieder rein. Oh, what the fuck is that? Wow. Ja. Okay, wir haben die Survival Branch completed, Leute. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Branch wieder, ne? Natürlich. Natürlich, alles klar. Ciao, Leute.